Ich habe mir überlegt, dass wir hier außen alles mit Gras vollbauen. Auf meiner Karte sieht zwar richtig schlimm aus. Okay, es sieht irgendwie so aus, als ob die Chunks falsch in die Overworld versetzt wurden. Aber wir sind tatsächlich unterirdisch. Vor allem, wie hast du gebaut? Ja, das Machst du ist. gerade ein Video? Ja, natürlich. Auf Nö. jeden Fall, mein Plan wäre es jetzt, hier noch ein bisschen mehr abzubauen, damit wir hier noch ein bisschen schöner einrichten können, dass wir dann hier auch irgendwie so eine kleine Art Balkon hier machen können. Also ich habe richtig große Pläne, aber die müssen wir erstmal alle umsetzen. Also, Husky Jonas meckert die ganze Zeit, dass die Treppe hier so schlecht ist. Und darum, ja, bauen wir jetzt eine neue Treppe. Timelapse. Go. Unsere Treppe ist fertig und es sieht ultra geil aus. Also ich zeige euch mal, wie man hier hochläuft. Dann läuft man hier durch also eine künstliche, natürliche Höhle. Die ist künstlich erstellt, dass sie so natürlich aussieht wie möglich. Das finde ich auf jeden Fall ultra geil. Dass man dann hier so richtig schön die Treppen hochläuft. Richtig smooth. Ohne einmal zu springen. Und es ist auch unser Ziel gewesen, dass man nicht die ganze Zeit runterfällt. Das ist man schön hier richtig gemütlich hier auch wieder runterlaufen kann und auch hochlaufen kann. Also, wenn das nicht gefällt, ist gleich kommt wieder mein Favorite Part. Ist einfach wunderbar. Auch unsere Base nimmt immer mehr Gestalt an. Jetzt sieht es ja noch viel massiver aus. Und so gefällt mir es auf jeden Fall ultra geil. Oh, und am Samstag gibt es auch einen Livestream ab 15 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall, weil wir da den Enderdrachen besiegen werden. Auch auf YouTube ausnahmsweise habe ich mir gedacht, für dieses ein Event. Also schaut unbedingt da vorbei. Doch hier innen könnten wir dann hier unseren Küchenbereich machen. Weil mir gefällt diese massive Cobblestone-Mauer. Ziegelmauer. Ich glaube, es hieß Stonebricks. Mauer, die gefällt mir auf jeden Fall sehr. Da könnten wir eine easy peasy Küche hinbauen. Hier. Mit so Ausblick hier mit Esstisch und so. Das wird auf jeden Fall ultra geil. Und wir müssen dann hier noch ein bisschen mehr terraformen, damit wir dann hier auch einen großen Saal drin haben. So dass wir in mehreren Gängen dann auch geleitet werden in ein Obergeschoss. Das wird auf jeden Fall ultra geil. Aber mit dieser Folge möchte ich auch beenden, weil wir haben ultra viel geschafft. Und gefällt mir auf jeden Fall. Schaut unbedingt in die Videobeschreibung, um diese wunderbare Cosmetics zu bekommen. Dieses Cape und dieses wunderbare Schild. Die sehen auf jeden Fall sehr geil aus, laut meiner Meinung. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Tschüss. Oh, und schreibt mir unbedingt Namen für diese vier Hunde in die Kommentare. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs.